Es gibt einen wunderbaren Paragraphen, der heißt, dass Menschen mit Behinderungen das Recht haben, am sozialen Leben teilzuhaben. Und so kam dann auch die Idee mit der Ausstellung, zu sagen, das soll auch noch mal nach draußen. Die Momente zu sehen, dass die Kunden vor ihren Bildern standen und wirklich mit glänzenden Augen strahlten und glücklich waren, eben nicht nur am Leben teilzuhaben, sondern auch noch etwas beizutragen, was offensichtlich auf Anklang stößt, was auf Begeisterung stößt, was Schönes ist. Das ist ein tolles Erfolgserlebnis und das ist die klassische Idee der Inklusion, dass man eben nicht getrennt seinen Alltag verbringt und seine Wege geht. Und ich glaube, dass einfach die Begegnung, die Kommunikation mit Menschen mit Behinderungen viel einfacher wird, wenn sie sich multipliziert, wenn sie regelmäßig stattfindet, wenn es zu etwas zum Alltag gehörenden wird. Das Malen mit den Kunden war ein Teil des Projektes und zwar war es wichtig, ein kreatives Angebot anzubieten, was auch die Fantasie und die Ausdrucksfähigkeit der Bewohner anspricht und sie bestenfalls auch inspiriert. Wenn man sagt, ich möchte am Ende der Stunde ein Bild haben, hat man direkt eine vorgefertigte Form. Und das soll nicht sein. Das Ganze ist kein Stress, es ist kein Leistungsdenken, es ist einfach der Vorgang des Malens an sich, hat schon einen Wert. Das Sammeln, das Bei-sich-Sein, das im Moment Füllen des Blattes, das Erleben der Farbe, das Haptische, ist einfach in sich ein so inniger Moment, dass das als Ergebnis für mich jederzeit schon völlig ausreichend und gut war. Rot oder lila Wolken? Nein. Das ist lila oder blau? Ja, Silch, ja. Blaue Wolken, ja. Und deshalb haben sich einige Kunden gefunden, mit denen ich dann wöchentlich jeweils eine Malstunde hatte und habe unterschiedliches Material angeboten, unterschiedliche Farben, andere Papiere. Und insofern konnten die Kunden auch schon mal lernen, sich zu entscheiden und individuell zu wählen, was möchte ich machen. So, dann ist fertig. Jetzt ist fertig. Ja, schön. Pass auf, das sind die Wolken hier oben. Hier oben, da ist ein Hut und Haare und da ist eine Frau. Eine Kundin hat zum Beispiel die ersten 3 Stunden nur in einer linearen Form, das klassische Zickzack, gewählt zum Zeichnen. Und dann hat sie für sich den Kreis gefunden, den Ball, den Kreis und allein diese motorische diese neue Motorik war schon schön zu sehen. Die Kundin ist mehrfach behindert, geistig wie körperlich. Und das ist im Rahmen ihrer Möglichkeiten einfach schon ein sehr bedeutender Moment gewesen. Ich bekam Hoffnung, eines Tages alles allein zu können, wozu ich Hilfe brauchte. Hilfe von apfelbackiger Mutter, gerne gegeben. Ich durstete nach Anerkennung sehr großen Wissens, aber es merkte, Arbeit erschwerend, keiner, dass mein autistisches Verhalten
tatsächlich arges Protestieren gegen Dad, Sad, Ärgers Angriffe war, drastisches, angstbesessenes Geschrei. Ich, diagnostizierter Idiot, ging zur Sonderschule und kein Lehrer merkte, Ideale argloser, siegreicher Mutter verspottend, dass ich gutes, artgerechtes Arbeiten gebraucht hätte. Der LVR war ein wunderbarer Träger. Das Kennen vom Schaufenster war eine wunderbare Steilvorlage, um die Möglichkeiten, die vorhanden waren, dann rauszunutzen. Es gab eine ganz tolle Unterstützung hier im Ort. Diese ganzen Menschen sind einfach auch noch mal ein bisschen mit diesem Thema jetzt beschäftigt gewesen. Und ich glaube, dass ein Verstehen möglich wird, eine Toleranz Besonderheiten gegenüber entsteht und dass einfach Menschen mit Behinderungen noch ein Stück weit mehr in der Mitte unserer Gesellschaft ankommen können.